Moin Moin, herzlich willkommen liebe Leute, ich freue mich, dass ihr dabei seid zu einer neuen Runde Cattle and Crops hier auf meinem Kanal. Kleines Test, Let's Play kann man sagen. Und zwar, ja, wir wollen jetzt hier nochmal ein bisschen weiterarbeiten. Wir müssen noch ein ganz bisschen, diese Pferde nicht. Und zieht nicht mehr. Zieht mich einfach hier zu Boden aus. So, jetzt werden wir auch wieder was los. Also wird tatsächlich nur was los, wenn wir das Stück noch nicht gegüllt haben. Wir hätten halt eben einfach ein bisschen schneller fahren müssen. Dann hätten wir die Mission wahrscheinlich auch schon abgeschlossen, aber wir mussten halt nochmal zwischenfahren. Und das Feld noch ein bisschen nacharbeiten. Jetzt sieht es auch ein bisschen gleichmäßiger aus, finde ich. Das hat sich vielleicht noch verteilt mit der Zeit. Keine Ahnung. Es gibt ja auch eine gewisse Bodenbeschaffenheit hier, ne? Also an einigen Stellen ist es gut, andere Stellen nicht. Da oben sind wir ein bisschen langsamer, da ist eine ganze Menge in den Spuren eben auch. Ich suche dann gleich nochmal weiter nach den Geschwindigkeitstasten. Da meine ich jetzt insbesondere Feststelltaste. Da vorne ist die Biogasanlage. Fährst du schnell. Und das wird ja unser Ziel hier insgesamt sein, einmal ordentlich Mais häckseln. Und uns das ganze Thema auch mal anzuschauen, denn ja, muss man eben warten, bis weitere Updates rauskommen. Alle paar Monate, alle paar Wochen wird es da wahrscheinlich Updates geben mit neuen Spielimplementationen, Fehlerbehebung, Erweiterung, neue Maschinen. Denn da wissen wir, ist noch eindeutig Luft nach oben. Aber so ist es ja auch im Plan. Das soll ja kein Maishäcksel-Simulator werden, das soll ein vollwertiger Landwirtschaftssimulator werden. Das Vieh und Pflanzen, so heißt der Titel, so soll es auch werden. Nicht nur Maishäcksel, denke ich, und Gülle fahren. Oh, also hier habe ich irgendwie gerade ein bisschen Probleme. Wieso eigentlich? Ich müsste vielleicht mal einen Gang runterschalten, aber der schaltet doch automatisch eigentlich. Oder habe ich irgendwas falsch angeschaltet? Ach so. Ach, ich kann diese Tasten, die oben sind, die kann ich mir nach unten ziehen. In die Slot-Tasten 1 bis 0. Sieht auch so aus, als hätte ich hier gar nicht gegült jetzt. Wieso wird das so wenig weniger vom Missionslevel Fortschritt? Ich muss jetzt mal ein bisschen das Feld heizen hier. Du fährst so schnell. Also versuchen wir mal so ein bisschen bei 25 zu halten. Ja, dritte Folge ist das schon. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt zeitlich hinkomme. Ob das erstmal die letzte Folge ist und es dann in ein paar Tagen mal wieder eine Folge gibt. Liegt auch so ein bisschen an euch. Ob ihr mehr davon sehen wollt oder ob ihr sagt, nö, andere YouTuber machen das ja auch. Will ich das nicht sehen oder was auch immer. Ihr sagt, oh, doch, mach das mal ruhig. Guck mal, wie du mit dem Spiel zurechtkommst. Vielleicht bringt das ja auch ein paar Ideen für die nordfriesische Marschmap. Muss man ja auch sagen. Complete Mission. Fahre wieder zum Klärwerk. Wieso sollen wir schon wieder zum Klärwerk fahren? Wir haben noch was drin hier. Aber wenn er sagt, fahren wir zum Klärwerk. Denn wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Ich möchte gerne weitere Missionen noch sehen. Wollen ins Spielgeschehen richtig reinkommen. Okay, zack, zack, zack. So, wir können auch hier vorne über die Straße fahren, ne? Und dann gehen wir wieder in die Innensicht. Ich weiß gar nicht, warum ich den Scheibenwischer anhab. Machen wir mal hier aus, wa? Dürfte er auch sein. Nee, doch nicht. Jetzt kann ich aber hier über zwei den ausschalten, ne?
Ja. Ich freue mich, wenn das dann auch mit dem Lenkrad funktioniert. G920 kann sein. Vielleicht war ich, wie gesagt, am Anfang zu blöd mit den Einstellungen vom Lenkrad. Alles möglich. Müssen wir jetzt schon wieder einkaufen und noch ein anderes Feld kühlen. Hänge den Stapelanbau ab. Einfach hier. Okay. Haben wir geschafft. Kauf, Kauf, Kauf. XP erhalten, Kauf, Safecam created, Achievements erhalten, der erste Meter. Ja, wunderbar. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen an diesem Menü, aber dann geht's. Glückwunsch, Mission abgeschlossen. Hat ein bisschen gedauert, ich war jetzt nicht so flott unterwegs. Und hier XP. New Mission available. So, wollen wir doch direkt gucken, was es denn Neues für eine Mission für uns gibt, ob wir das hier auch irgendwo sehen können. Die Nachrichten, ne? Mit einem kleinen Grubber sollen wir ein bisschen arbeiten. Das machen wir. Die Mission wird vorbereitet. Müssen wir den Clans wieder nehmen oder können wir mit dem MB-Truck ein bisschen fahren? Ladebalken. 230 XP. 1.4. Nicht aussteigen, Junge. Hier will einsteigen. Fahre zur Farm. Und mach mal dieses riesen Nachrichtenmenüfenster weg. Und mach mal auch das hier klein. Und zoom mal ein bisschen ran. Aber nicht zu nah, weil sonst sind die Geräusche zu laut. So komplett auf falsch. Ja, okay. Also wir fahren am nächsten links. So lernen wir ein bisschen die Karte kennen. Vielleicht machen wir auch demnächst mal so einen Rund. Jetzt fahren wir hier, dann fahren wir wieder die nächste links. Dann fahren wir im Kreisverkehr. Ja, und jetzt hat er es auch schon im Navi unten drin. Das wäre alles ein bisschen sanfter und geschmeidiger. Das kennen wir jetzt ja schon mit Lenkrad. Als hier mit Richtungstasten. Geht aber auch. So ist es ja nicht. Dann kommen wir noch vorher rum, wenn wir hier so langsam fahren oder stehen. Ich weiß nicht genau, was er macht. So, im Kreisverkehr die erste Abfahrt nehmen. Schöner Fluss. Ups. Haben sie gar keine Kollision? Sonst wäre ich den noch jetzt voll reingebrettert, oder? Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Der Weg hier, ne? Können wir den Spiegel noch verstellen? Ja, hoch, runter, links, rechts, auch nicht schlecht. Die persönliche Sitzneigung. Ja, wir müssen wieder nach vorne gucken. Hier müssen wir hoch. Geradeaus weiter. Dann brauchen wir jetzt den kleinen Grubber. Ich weiß gar nicht, ob wir zur Farm fahren müssen. Wir hätten doch hier noch einen. Warum nehmen wir nicht den B-Truck? Aber wenn er sagt, wir sollen das mit dem hier machen, ist das so, ne? Hänge den Grubber an. Wo ist er denn? Wo ist unser Grubber? Haben wir hier irgendwas in Halt oder was? Ein bisschen Fahrrad fahren.
Können wir die ja nicht alle aufmachen, hier, die ganzen Dinger? Irgendwie können wir das doch schon aufmachen, oder nicht? Das Licht. Weiß ich nicht genau. Jetzt die Katze läuft weg. Was haben wir eigentlich so auf dem Hof? Wo sind denn die Fahrzeuge? Also hier vorne liegt eine ganze Menge noch Getreide einfach draußen. Das sieht mehr aus nach Sand. Ach hier, bei den Tieren, da waren wir auch noch nicht. Komische Barthaare haben die Viecher. Den Sammel verstehe ich immer noch nicht ganz. Also komme ich gar nicht in den Rückwärtsgang rein, ne? Und hier schalten kann ich ja auch nicht. Geht auch. Schön weit raus kann man zoomen. Also unser Hof hier, ne? Das sieht auch nicht so schlecht aus. Und das ist unser Hof. Aber also was mir nicht gefällt, definitiv, sind diese Menüs. Die nehmen ja viel zu viel Platz weg. Die muss man noch irgendwie wegschalten können. Also mit den F-Tasten nicht, weil da komme ich immer in das Menü rein. So, ja, sehe, so kann man einen schönen Screenshot machen. Das hätte ich mal vorwissen sollen. So sieht man auf jeden Fall einmal den Hof. Auch ganz nett. Meiner Meinung nach. So, aber jetzt muss ich erst noch mal finden, wie kommen wir denn in die Maschinenhallen hier rein? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Hier gibt es doch bestimmt irgendwie einen Trick, oder? Da hätten wir aber eine Menge Silage. Achso, ich bin ausgestiegen. Ich bin jetzt an meiner Sicht so wahnsinnig weit rausgezoomt. Warum haben wir hier überall so viel Dreck rumliegen? Ich habe noch nicht die ganze Lenkung verstanden, muss ich ehrlich sagen. Warum kann ich hier überall Licht anmachen? Das muss ich mir nochmal so ein bisschen umstellen, wie es in LS auch ist. Ansonsten komme ich hier nicht so richtig weiter. So, aber das ist so eine Maschinenhalle hier. Da sehe ich doch auch die Maschinen drinne. Mach doch mal auf. Geht so nicht so einfach, ne? Interagieren. Sollen wir noch mal gucken? Einstellung. Und bevor wir lange rumsuchen, versuchen wir mal über Steuerung was rauszufinden. So, springen. Sollte eigentlich die Leertaste sein, oder? Alt G, ja. Kriechen, rennen. Tiere andocken. Auch schön. Chat öffnen, laden, speichern, Mausanzeige aktivieren. Vehikel. Lights. User Interface. Kamera. Nach vorne, nach hinten. Position 1 und Ende. Okay. Bild nach unten, Bild nach oben. Aber es ist auch jetzt hier irgendwie keine Interaktionstaste. Ja, da muss ich mich wahrscheinlich erst nochmal schlau machen. Gibt es bestimmt wieder einen ganz einfachen Trick, aber ich bin gerade zu blöd. Ich weiß, irgendwie passiert hier nichts. Wird auch nichts angezeigt hier, dass ich hier jetzt öffnen könnte.
Also ich weiß, dass die da drinnen stehen. Oh, jetzt ist das da drüben aufgegangen. Wie ist das denn passiert? War das jetzt durch Zufall einfach? Verstehe ich nicht. Aber es ist alles keine Kollision, ist auch ein bisschen ungünstig. Ach so, wir müssen den Traktor vorfahren, dann geht es automatisch hier auf. Zumindest die Seitendinger hier scheinbar. Das eine auf, das andere zu. Na toll. Warum nicht gleich so? So, angedockt. Das ist ein komisches Prinzip hier mit den Toren. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Dann würde ich aber sagen, soll es das wieder für heute gewesen sein. Auch heute ein bisschen kürzer. Wir machen morgen diese Mission noch. Und ja, also eine Folge Catherine Coops passt noch heute rein. Danke euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt mit einem kleinen Like. Und wenn ihr dabei bleibt, bis dann und tschüss.